Oh, da ist schon die wundervolle Stadt, in der Lars auf mich wartet. Aber wo ist... Oh, da stehst du ja schon. Hallöchen. Was geht ab? Hallo, Lars? Wer bist du? Hä? Was wollen Sie von mir, junger Mann? Wir wollten jetzt mit dem Flugzeug fliegen. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Da vorne ist doch schon der Flughafen. Jetzt komm. Wir müssen pünktlich unseren Flug bekommen. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Roblox mit Lars. Und damit auch willkommen zu unserem Flugzeugabenteuer. Wisst ihr, Lars? Guck mal, wo ich bin. Lars labert die ganze Zeit irgendein Kram. Ich schneide den einfach raus. Ich kann den nämlich auf die andere Audiospur packen. Wo bist du, Lars? Du quatschst mir dazwischen in meiner Anmoderation. Da werde ich richtig zickig. Merkst du das? Ich sehe dich nicht. Guck mal, ich bin hier oben. Hä, hier. Ah, da bist du. Also, wie bist du da hochgekommen? Ende. Ich will hoch. Warte. Hier lang. Und dann rüber. So. Und dann sind wir auf dem Dach des Flughafens. Und wenn die Security uns hier erwischt, dann sind wir nicht mehr da. Dann sind wir irgendwas macht hier Geräusche, hörst du das? Wir müssen jetzt den Flieger schaffen. Jetzt kommen die anderen Leute, sind schon alle im Flugzeug. Hier, wir haben noch 17 Sekunden Zeit, zu Geld einzukommen. Also, wenn wir überleben, bekommen wir eine Überraschung. Da sind irgendwelche Sachen. Und ich hoffe, dass unser Flugzeug nicht abstürzen wird. Warte, hier müssen wir hin. Ich hoffe, wir sind angemeldet. Respawning in 4, 3, 2, 1. Und jetzt geht es los. Da ist das Flugzeug. Es wartet auf uns. Guck mal, der Typ, der sieht voll cool aus. Warte, ich setze mich mal hier. Dieser eine Blockkopf. Ich setze mich neben dich. Ich setze mich vor dich. Okay, danke. Das ist ein Einhornmädchen. Oh mein Gott, die sitzen vorne. Ich will auch vorne sitzen. Da, mein Platz. Ich sitze hier. Ja, richtig cool. Und der andere steht einfach vorne auf dem Flieger. Yo. Richtig coole Idee. Jetzt lasst uns mal gucken. Das sieht von außen mega cool aus. Wir haben hier mehrere Terminals. Das ist so ein Wasserflughafen irgendwie, ne? Wir sind hier auf einer Rollbahn, die vom Wasser, keine Ahnung, umgeben ist. Und hier geht's scheinbar los. Na gut, ich bin gespannt, wann's hier losgeht. Alle sitzen schon da, alle sind bereit. Ich sitz auch schon. Alle sind breit hier, ja? Alle sind super dick. Der Typ sieht richtig gruselig aus neben mir. Und wann geht's jetzt los? Und es geht los! Und da war jemand auf unsere... Was? Lol. Ja, wir fliegen. Der Typ, der da vorne war, der ist einfach weggeflogen. Wir fliegen jetzt los. Der ist raus. Ja. Der ist hinten rausgeflogen. Oh Gott, es hat gerade gewackelt, oder? Wir haben ein paar Turbulenzen, aber ich bin hier im Cockpit. Sie brauchen sich keine Sorgen machen, meine sehr verehrten Passagiere. Es ist alles gar kein Problem. Ja, meine sehr verehrten. Meine sehr verehrten. Du sitzt einfach wirklich hinter mir. Richtig cool. Da vorne erreichen wir unseren ersten Landepunkt und deswegen werden wir jetzt auch langsam etwas absenken. Und unsere Flughöhe beträgt momentan 438.000 Füße. Und ansonsten gibt es Lollipops umsonst auf der Toilette. Dann können Sie sich da eben den Erdbeerlutscher abholen. Und ja, was haben wir denn noch hier Schönes? Ich traue mich nicht aufzustehen, wenn ich jetzt aufstehe. Oh, oh. Brennt ihr irgendwie im... Warum brennt ihr? Oh nein. Oh, wo haben wir crashen? Nein! Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Ja, das ist wirklich ein... Oh Gott, ich hoffe, wir überleben das. Wir fahren auf die Insel. Oh nein. Okay, spring raus. Junge! Yo. Lebst du noch? Ich bin voll hochgeflogen. Lol, wir haben das einfach überlebt. Oh, hier ist eine Rakete. Starten jetzt hier irgendwelche Raketen oder sowas? Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, wo wir hin sind. Müssen wir jetzt mit einer Rakete fahren? Vielleicht als nächstes? Da oben, da gehen wir hier rauf. Warte mal, können wir uns da reinsetzen? Hier so, einmal nach... Oh nein, und da sind wir auch schon wieder unten. Die fliegen zum Mond, wirklich. Oh, ich will auch. Hey, da fliegen wirklich Raketen zum Mond. Ohne Witz, Mann, die fliegen wirklich ganz hoch zum Mond. Kommen da aber nicht rein. Ja, Tatsache, da ist wirklich ein Mond. Ja, da ist einfach der Mond oben. Und da hinten, ich weiß nicht, da ist die Sonne. Das ist der Saturn. Da liegt ein kaputtes Motorrad im Müll. Oh, ich kann mich sogar draufsetzen. Da liegt ein kaputtes Motorrad. Ich kann mich draufsetzen auf das Motorrad, aber irgendwie fährt es nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum, weil das ist ja überhaupt nicht schlecht. Hier liegen auch noch die Räder von dem Motorrad rum. Nein. Ich bin gestorben. Oh nein. Was hältst du davon, wenn wir dieses Mal mit dem anderen Flugzeug fliegen? Mal gucken, was da so passiert. Vielleicht ist das ja sicherer. Wer weiß. Warte mal. Oh mein Gott, ich will auf den Pilotensitz. Nein, Pilotensitz. Ich bin der Pilot. Nicht so schnell. Juhu. Ich sehe nicht so schnell. Halt das Flugzeug auf. Nein, ich warte noch. Ja, ich musste noch meine Schlappen einpacken. Neben mir ist gerade einfach in sich zusammengefallen und gestorben. Setz dich rein. Wir sind nur zu zweit gerade hier. Irgendwie traut mir keiner. Ich bin aber eine sehr gute Pilotin. Das ist ein Mädchen. Bist du gerade... Warum bin ich gestorben? Bist du auch gerade gestorben? Der Typ neben mir ist auch einfach so gestorben. Aber ich bin doch so eine gute Pilotin. Wieso denn? Weil ich den Driver's Seat nicht gekauft habe. Oh nein, jetzt fliegst du ohne mich, Izzy. Bitte nicht. Okay. Ich habe ihn auch nicht gekauft, aber ich fliege. Meinst du, ich sterbe jetzt auch einfach? Nein. Warte, ich muss das Flugzeug lenken, Lars. Ich muss es...
Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Okay, alles cool, wir schaffen das, Leute. Da oben ist das andere Flugzeug. Bloß nicht ins andere Flugzeug fliegen. Bloß nicht in das andere Flugzeug fliegen. Okay, alle Werte sind stabil. Hier passiert gar nichts. Unserem Flugzeug geht es gut. Das dürfte eine super easy Runde werden. Eine easy cheesy Runde sozusagen. Okay, wir haben eine stabile Lage. Ist alles in Ordnung. Landebahn ist da vorne auch schon in Sicht. Was fängt da an zu blinken? Oh nein, oh nein, oh nein. Irgendwas blinkt hier. Ich glaube, das ist nicht gut. Nein, das Flugzeug verliert an Höhe. Oh Gott. Nein, hoch, habe ich gesagt, Flugzeug. Oh, oh. Da ist mein Flugzeug. Oh, oh. Das macht nicht, was ich ihm sage. Es tut mir leid, meine sehr verehrten Passagiere. Lara, ich glaube, wir fangen Feuer. Ich glaube, das war's mit uns, Lara. Es tut mir so leid, aber ich kann nichts machen. Da sind Blitze. Meine Haare brennen einfach. Was ist hier los? Ich will auf diese wunderschöne Insel. Aber da kommen wir nicht hin. Oh nein. Okay, nächster Flugzeugabsturz am heutigen Tag ist jetzt. Und wir springen raus. Junge! Und ich bin gestorben. Dieses Mal muss es einfach funktionieren. Steig ein, Lars, setz dich zu mir. Ich setz mich neben dich. Genau, neben mich. Aha. Perfekt. Und dieses Mal werden wir das wohin kriegen. Haben wir einen Piloten? Nein, wir haben keinen Piloten. Das Flugzeug fliegt mit dem Autopiloten. Oh nein, das Einhornmädchen ist noch da. Die setzt sich... Oh, was macht sie? Ah, hallo, du bist hinter mir. Hallo, Einhornmädchen. Hallo. Ich mag wir starten. Das Horn. Das finde ich toll. Das wollte ich mir auch mal auf den Kopf setzen. Aber ich habe mich dann für diese ziemlich coolen Kopfhörer entschieden. Und das Mädchen ist raus. Wo ist sie hin? Oh mein Gott, Lars, das Mädchen ist einfach weg. Hä? Naja, okay. Ist, weg. Ist sie rausgeflogen gerade? Ja, keine Ahnung, sie ist einfach weg, Mann. Ich weiß es nicht. Das Einhornmädchen ist weggeflogen. Einhörner können ja bekanntlich auch fliegen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Na gut, Leute, so, jetzt gucken wir mal, was mit diesem Flugzeug hier passiert. Ob wir hier wieder abstürzen oder ob wir wirklich mal ankommen. Bei dem Vergnügungspark da hinten, wo wir eigentlich hinfliegen wollen. Und ob wir noch weiter fliegen können. Ich meine, bisher sind eigentlich alle Flugzeuge einfach wollen nur wir Dings machen? Wer traut sich zuerst aufzustehen? Ja, nein. Oh mein Gott, es brennt. Es brennt. Oh mein Gott, nein. Ah, ich sitze halt mitten voll den Föhn ab. Oh ja. Ja, ich auch. Aber ich traue mich nicht aufzustehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So schön warm. Wir müssen rechtzeitig aufsteigen beim Flugzeug, Lars. Wir dürfen nicht im Wasser landen. Und alle ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lebe ich? Ich hab's. Ich lebe. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Du auch? Und wie? Ja, ja, ich lebe noch. Aber wie können wir... Oh. Ich weiß nicht, wie wir jetzt zum Mond weiterkommen. Ich weiß es halt nicht. Da vorne ist ein Vergnügungspark. Da würde ich eigentlich gerne hin. Kann man da hinlaufen? Aber keine Ahnung. Ich glaube, das Wasser ist Gift. Ich glaube, das ist ein giftiges Wasser hier. Da kannst du nicht durchschwimmen, oder? Hm. Willst du es versuchen? Ich probiere es. Tschüss. Nein, lass du das nicht. Ja, ich, ja, das war's wohl mit dir, oder? Ich will zum Mond fliegen. Ich will in so eine Rakete. Die sieht aus... Ah, da kommt man oben rein. Ah, okay, jetzt habe ich das begriffen. Jetzt habe ich es begriffen. Das heißt, wir müssen jetzt schnell genug bei einer dieser Raketen sein. Hier hoch. Genau, komm am besten zu mir. Ich bin dann schon mal auf dem Mond. Da findest du mich, ne? Das Flying Carpet funktioniert nicht. Echt nicht? Du musst ihn nochmal anklicken, wenn du ihn in der Hand hast. Ich weiß. Echt, weißt du das? Das geht nicht. Und jetzt habe ich es nicht mehr. Jetzt bin ich gestorben, jetzt ist es weg. Oh. Okay, so. Okay, ich sitze in der Rakete. Jetzt fliegen wir mit der Rakete zum Mond. Ey, auch nicht schlecht, oder? Oh mein Gott, soll ich auf dich warten? Willst du mitkommen? Nein, nein, geh ruhig. Okay, ich fliege ohne dich und du kommst nach. Machen wir das nein, so? Nein, nein, geh ruhig. Ich gehe überhaupt nicht. Nein, wenn geh jetzt, fliege Izzy. Ich lauf, Izzy. Gehe nicht zum Mond, das ist ein ziemlich weiter Weg. Nein, ein freier Vogel. Ich will, dass meine Rakete startet. Oh mein Gott, das Flugzeug! Habt ihr das gerade gesehen? Da ist gerade eins gelandet und es hat einfach keiner überlebt. Oh Gott, nein. Oh nein. Das ist nicht gut. Das zweite! Oh, lol! Da ist ja auch gerade niemand. Das hat auch gerade niemand überlebt, oder? Kommen da noch mehr Leute von der Insel angeflogen? Ich glaube, ich will nicht nochmal in diesem Flugzeug sitzen. Hä, da kommt jemand zu meiner Rakete hoch. Hallo? Wer sind Sie? Und warum wollen Sie hier einsteigen? Hi! Catman! Hallo! X52! Hallo, du bist es nicht, Lars. Du bist anders. Ja, er ist Catman. Nicht Catwoman oder so. Nein, er ist der Catman. Aber die Rakete startet Catman. Nicht. Catman, du musst unten auf das Lilaland Teil gehen. Aber ich weiß nicht, ob er gleich startet. Ja, okay, Lars ist gleich da, Leute. Lars ist gleich da. Und der drückt da diesen lilanen Knopf für uns. Ist das dein Flugzeug da hinten? Ich glaube schon, ja. Ich komme gerade angefliegt. Ich sehe gerade eins angefliegt werden, ja. Ich komme angefliegt. Nein, 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 meine Rakete startet! Oh nein! Und sie startet rückwärts? Wieso startet die denn Warum bitte? Startet die rückwärts? Was passiert mit meiner... Ich wette einfach... Oh mein Gott, was ist das? Weiß nicht, ich sehe, dass du drehst dich einfach nur so. Ich drehe mich. Wo kommen wir denn hier hin? Oh mein Gott, ich fange an zu burnen. Aber ich glaube, ich komme so auf den Mond, oder? Ich weiß nicht.
Nein, das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, was hier passiert, Lars. Ich zoome mal kurz rein. Na, Catman, wie geht's dir so? Bist du auch so in einer kleinen Schieflage gerade in deinem Leben? Oh, jetzt wird alles wieder gerade. Jetzt wird alles wieder schief. Was passiert hier? Oh nein! Kommen wir dem Mond schon näher? Ja, wir kommen dem Mond schon sehr nah. Wie bist du da reingegangen? Oh mein Gott, wir haben diese Dings verloren. Wie bei einem echten Raketenstart. Du musst dieses große Gerüstding hochgehen, nicht die kleinen. Du musst das große hochgehen, da ist der Mond. Schaffen wir es bis zum Mond, Leute? Fliegen wir mit der Rakete bis zum Mond? Mal gucken, Freunde, wir sind gar nicht mal mehr so weit weg. Mann! Du musst das lange Ding hochkrabbeln. Da ist der Mond. Ja, aber man, ich fall da runter, wenn ich mich da hinstelle. Muss ich jetzt hier rauf? Kann man hier raufspringen? Ich weiß nicht. Sollten wir jetzt auf den Mond springen? Oder fahren wir jetzt noch zu einem anderen Planeten hoch oder sowas? Was geht hier ab? Sie fliegt einfach immer noch weiter nach oben. Wo fliegen wir hin? Weißt du was? Mir reicht's. Ich glaube, ich will meinen Tag einfach auf dem Mond verbringen. Lasst mich hier doch mal aussteigen. Okay, ich hab jetzt mal einen Knopf gedrückt und jetzt... Oh, es geht los, es geht los. Hä, wo easy cheesy, es geht los. Es geht bei dir los? Komm jetzt auf den Mond. Ich würde gerne mit dir auf den Mond, aber ich kann leider nicht aussteigen aus meiner Rakete. Die Tür ist zugegangen. So ein Mist aber auch. Oh, hier wieso ist denn die Tür zu? Runter. Oh nein. So, da bin ich. Sie dreht sich und fliegt sie jetzt nach unten? Oder fliegt sie einfach immer weiter nach oben? Das, ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme nie wieder aus dieser Rakete raus. Ladies and Gentlemen, das war's mit unserer heutigen Folge Roblox. Wir sind jetzt gefangen in dieser Rakete, die einfach nirgendwo ankommt. Keine Ahnung, was jetzt mit uns so passiert. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns natürlich morgen um 15 Uhr im nächsten Video. Ja! Oh, ich komme, Izzy, auf den Mond. Bis dann, noch einen wunderschönen Tag und hasta la. Hasta la. Pasta. Klasta. Juhu.